sehr schöne Arbeit war Dr. House. Wir begannen damals in Hamburg oben. Die Firma saß in Hamburg, die Serie machte. Naja, und dann haben wir da so vor uns hingemacht. Und dann irgendwann begann es ja, wurde es ja ausgestrahlt. Ja, und dann kriegte ich ja mit, was da, also dass das eine Arbeit war. Natürlich aber auch die Vorlage, super Bücher, wirklich wunderbare Geschichten, die Figuren, die Konstellation. Also das war, mir hat das sehr gut gefallen. Nicht, weil ich da drin sprach, sondern ich fand das schon wirklich großes Kino. Dann gab es eine Serie, die gibt es natürlich immer noch irgendwo, die heißt 30 Rocks. Das war mit Alec Baldwin. Die war auch komplett abgefahren, aber die hat hier zum Beispiel keinen interessiert. Die haben sie auch irgendwo versendet. Es muss einfach die Figuren, also du bist ja dann immer derjenige, der das ins Deutsche bringt, was der da im Englischen macht und was er da zusammenstellt. Und wenn es schön ist, wenn es interessant ist, wenn es facettenreich ist, was der macht, dann macht es mir natürlich sehr viel Spaß. Ich muss dazu sagen, mir macht das Synchronisieren grundsätzlich Spaß. Ian McShane, das ist einer, das ist so... Ich weiß gar nicht, also ob ich so alt bin wie er, keine Ahnung. Der hat wirklich, was der da teilweise abzieht, das ist schon ziemlich irre. Und das darf ich ja dann nachmachen. Und na, Josh Brolin sowieso, den habe ich jetzt zurzeit wieder, weil der arbeitet offensichtlich sehr viel. Und das ist auch, das ist schön, wenn du mit in dem Fall muss man ja sagen, konfrontiert, das meint ja nichts Negatives, mit Schauspielern konfrontiert wirst, die in Filmen spielen, wo es nicht nur darum geht, wer hat das schnellste Auto, wer hat die schnellste Kanone, wer hat die größten Explosionen in seinem Film, sondern dass einfach noch was passiert. Ist nicht immer so, aber wenn es so ist, und das passiert relativ häufig, dann würde ich sagen, macht Spaß und dann... Ich würde nicht sagen, dass es dann Höhepunkte sind. Ich sage immer, und das sage ich schon seit vielen, vielen Jahren, wenn meine Frau dann fragt, ach sag mal, musst du morgen weg? Ich darf weg. Ich muss nicht weg. Man möchte, dass ich komme. Das heißt, ich darf morgen arbeiten.